Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt hier in meiner Werkstatt. Heute geht es um ein bzw. mehrere Vogelnistkästen und auf dem Thumbnail ist natürlich sehr gut zu sehen, wie es jetzt am Ende aussehen soll. Zum Glück stehe ich jetzt hier am Anfang und habe noch gar nicht so wirklich den Plan, wie ich es bauen soll, aber ich weiß, ich soll es bauen. Und von wem habe ich einen Auftrag bekommen? Natürlich von meiner lieben Schwägerin. Ja, mehr nach dem Intro. Zum Material. Die einen werden jetzt sich die Haare raufen, die anderen werden sagen, ja wieso, geht doch. Habe ich auch gemacht und hält schon 20 Jahre. Die Rede ist von Leimholz. Ich habe mir hier Fichte, Tanne, Leimholz, Bretter aus dem Baumarkt besorgt und diese werde ich für dieses Projekt verwenden. Bei diesen Brettern ist es halt so, dass die nicht keine abgerundeten Kanten haben oder irgendwie eine Phase oder irgendwas in der Richtung, sondern die sind richtig schön scharfkantig. Und da habe ich mir so ein paar Bretter geholt. Von den Maßen her sind das jetzt 200 x 800 x 18 mm Platten. Und dann habe ich mir noch welche in 400 x 800 x 18 mm besorgt. Und die werden bei diesem Projekt jetzt draufgehen. Ich werde das einfach frei Hand bauen und Fehler werden dann zum Schluss ausgemerzt. Das werden im größten Teil die Seitenteile. Diese Platte hier oder diese Platten, das werden dann Vorderseite und Rückseite. Wie das immer so im Baumarkt ist, Leimholzplatten in einer Baumarktqualität. Worauf sollte man achten? Dass man nicht im Baumarkt kauft. Aber es gibt leider momentan kaum eine adäquate Lösung. Von daher habe ich mich jetzt auch wirklich dafür entschieden. Denn die Reihenhaussiedlung wird zum Schluss noch versiegelt. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt ohne Zeichnung. Ich habe von meiner Schwägerin ein Bild zugeschickt bekommen. Beziehungsweise ein Video von dem, was sie jetzt dort noch hängen hat, denn sie hat schon so eine Immobilie dort hängen und jetzt geht es darum, dass ich das in etwa nachbaue und ja, Maße habe ich nicht, aber naja, wir machen mal was draus. Was könnte der Auslöser dafür sein, dass die Kamerabeleuchtung, sprich dieser rote Punkt, den ich jetzt hier sehe, während des Films blinkt? Es ist Antwort A. Der Akku ist fast leer,
Ist es Antwort B? Das, was du da jetzt gerade in der Szene machst, ist absoluter Schwachsinn. Lass es bitte. Ist es Antwort C? Die Speicherkarte ist voll. Oder ist es Antwort D? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, welche Meinung ihr dazu habt. Wie man ja gerade vielleicht festgestellt hat, ich habe diese Szene mit dem Anzeichnen wortlos fortgeführt. Es hatte folgenden Hintergrund. Ich hatte etwas im Hintergrund Lärm und es war nicht möglich, die Arbeit zu kommentieren. Von daher hoffe ich, ihr habt das so einigermaßen mitbekommen, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe die Dachschräge schon mal soweit angezeichnet und habe das Ganze auch schon mal ausgesägt. Was natürlich mit der Bandsäge nicht funktioniert hat, weil die Bandsäge A zu klein ist, B auch zu klein und C auch zu klein. Dann habe ich hier schon mal die Seitenteile zurechtgesägt. Was ich aber dann fortgeführt habe, wie man sieht, ich habe es versucht mit der Tischkreissäge abzusägen, was natürlich auch nicht richtig ist. Aber es ist kein Problem, es ist ja kein Schaden entstanden. Ich werde das hier gleich alles nochmal ein bisschen schleifen, die Oberfläche auch, denn das ist die Vorderansicht. Hier vorne werden auf jeden Fall Schrauben zu sehen sein, weiß ich noch nicht, weil das Ganze wird ja von außen nochmal lackiert. Von daher stellt sich mir jetzt gerade noch aktuell die Frage, was für eine Farbe mache ich? Dazu muss ich natürlich mit meiner Schwägerin mal wieder Kontakt aufnehmen. Und unter anderem auch bei der Dachkonstruktion bzw. die Dachschrägen sollen auch eine Farbe bekommen. Jetzt werde ich gleich nochmal das untere Brett zurechtsägen. Und dann kann es eigentlich auch schon fast losgehen mit der Montage. Das Brett hier kommt unten hin, muss ich noch kürzen, auf 672 mm, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Und dann kann man das ganze Teil schon peu à peu zusammenbauen. Erst werde ich die Grundkonstruktion zusammenschrauben und dann geht es erst um die Dachschräge, glaube ich. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen tricky. Zu den Löchern werde ich gleich noch mal ein bisschen was Ausführlicheres sagen. Das wird den einen oder anderen vielleicht interessieren. Jetzt geht es weiter mit dem Zusammenbau. Ich muss noch mal schon mal schleifen und nach hole ich euch dazu. Aber ich werde das, glaube ich, im Großen und Ganzen unkommentiert lassen.
wieder ein Stückchen weiter. Die Rückseite habe ich jetzt noch nicht verschraubt, allerdings habe ich schon mal die Dachzuschnitte gemacht. Und das sieht jetzt wie folgt aus. Das wird hier so ein paar Millimeter nur überstehen, beziehungsweise 1,5 Zentimeter, mehr nicht. Das lasse ich jetzt hier überstehen. Zunächst werde ich jetzt mal schauen, dass ich das alles ein bisschen fixiere. Ich werde das mal nageln, beziehungsweise verleimen und nageln. Und dann wird es mal eben lackiert. Und ich hoffe dann, dass es bis morgen trocken ist. Weil dann geht es nämlich weiter mit dem Zusammenbau und mit dem Löcherbohren für die Einflugschneise. Und wie schon erwähnt, gehe ich dann nochmal auf das Thema der Löcher ein. Ich lasse jetzt den Leim aushärten. Ich werde das Ganze morgen früh lackieren und dann schauen wir mal weiter. Ich muss hier hinten noch eine Wartungsklappe einbauen, damit man es halt reinigen kann. Dafür habe ich schon ein Scharnier besorgt und wie ich das Ganze mache, das seht ihr im nächsten Step. Ich habe jetzt gerade die Dächer genommen und die erstmal geschliffen und lackiert. Das Ganze ist jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde her. Was machen wir jetzt? Jetzt geht es eigentlich darum, die Rückwand ist noch lose. Es hat auch noch folgenden Hintergrund. Hier kommt eine sogenannte Reinigungsklappe noch mit rein. Und die ist halt so rückwendig. Ne? Das heißt, man muss das Haus oder die Immobilie von der Wand nehmen. Und dann kann man hier die Klappe halt aufmachen und reinigen. Die Klappe muss halt groß genug sein, dass man sie auch reinigen kann. Und sie muss auf jeden Fall auch dicht halten. Das heißt, ich werde hier nur einen ganz dünnen Schnitt machen. Und das Ganze mache ich mit der Dekupiersäge. So aufmachen kann. Schauen wir mal. Ich werde jetzt schon mal hier anschrauben. Gut, das habe ich jetzt mal soweit fixiert. Jetzt werde ich das Ganze wieder zerlegen. Dann werde ich den Ausschnitt machen. Und wenn ich den Ausschnitt fertig habe, dann wird das Ganze zusammengebaut. Ich hoffe, dann sind die Dachteile auch schon durchgetrocknet. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit der Endmontage.
der Plan. Und muss das noch nicht abgerundet werden. Genau. Jetzt liegt das nämlich unten gegen. Richtig. Das muss hier noch eine Abrundung bekommen. Dann kann man das so hochklappen. Wie man hier vielleicht noch erkennen kann, hier habe ich jetzt eine Faser dran gefräst, die sorgt dafür, dass die Klappe ohne Probleme schließt. Hier kommt nachher noch der sogenannte Riegel rein. Es ist ein Stift, der wird hier einfach nur eingeschoben, so kann sich die Klappe nicht von alleine öffnen, was sie eigentlich auch nicht können sollte, denn das Haus wird ja so an die Wand geschraubt bzw. gehängt. Hier kommt nachher noch eine Keilleiste drauf. Wie man sieht, wenn das Häuschen hängt, dann schwingt die Klappe auf. Deswegen muss hier so ein Stift rein. Ich würde sagen, die mache ich von beiden Seiten. Und dann ist das auch soweit alles tutti. Betreffend der Einfluglöcher bzw. der Löcher, die ja hier rein sollen, kommen wir jetzt. Hier muss jetzt ein Loch rein, sprich eine Tür. Ne, Tür ist ein bisschen übertrieben, aber wir machen hier so ein Einflugloch rein für die Vögelchen, die da rein sollen. Meine Schwägerin möchte ganz gerne, dass da wieder die Blaumeise einzieht. Und im Internet gibt es natürlich betreffend der Löcher für die Nistkästen, Blaumeise, unterschiedliche Aussagen. Ich lese euch nur mal kurz vor, was ich hier gefunden habe. Und ich denke mal, ihr könnt mir, glaube ich, folgen, wenn ich sage, ich bin verwirrt. So, es betrifft die Meisen. Kleine Meisenarten wie die Tannensumpf, Weiden oder die Haubenmeise bevorzugen eine Lochgröße zwischen 26 und 28 mm. Ein etwas größeres Einflugsloch brauchen Hauben und Kohlmeisen. Für die Meisenarten ist eine Öffnung von 32 mm ideal. Für die kleine Blaumeise sollte der Durchmesser des Einflugslochs 28 mm betragen. Zwar nimmt die Blaumeise auch Nistkästen mit einem größeren Einflugloch, aber dann kann es passieren, dass sie von der Kohlmeise vertrieben wird. Gut, also 28 mm habe ich jetzt nicht als Forstnerbohrer und ich auch nicht als Lochsäge. Ich würde dann auf 30 mm gehen, weil 32 mm, da kommt ja natürlich denn die Kohlmeise nicht rein. Oder sehe ich das falsch? Wie gesagt, ich nehme jetzt einen 30 mm Forstnerbohrer, bohre jetzt hier die Löcher rein und schreibe dann hier vorne drauf: Kohlmeise, kommst du nicht rein? Jetzt schaue ich mir nochmal die Dächer an, weil die müssten jetzt mittlerweile trocken sein. Und dann geht das eigentlich jetzt auch schon darum, die Keilleiste anzufertigen. Und im nächsten Step, wenn die Keilleiste das Dach oben drauf ist, kommt hier vorne noch so eine, ja, so ein Sims, wo dann die Vögel mal eben sich kurz festhalten können und dann reintüdeln. Nicht? Also Frau und Herr Meise, Blaumeise. So viel Zeit muss sein. Blaumeise. Gut, jetzt bin ich mal ein Stückchen weitergekommen. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht betreffend der Klappe hier und unter anderem auch der Halterung. Und ja, kommen wir erstmal zur Klappe. Ich habe jetzt hier einen Griff montiert, damit man es halt leichter schließen kann, weil wenn man hier nichts hat, kann man hier nichts hochheben. Also hier ist ein Griff dran, der unter anderem auch dazu dient, einen gewissen Abstand zur Wand zu gewährleisten. Dann habe ich hier die Keillasten montiert und ich weiß, ja, der heutige Begriff hierzu ist French-Klietleiste. Ja, wir gehen mit der Zeit. Also diese French-Klietleiste, die ich wiederum Keilleiste nenne, weil sie sich ja keilt, wenn man das Ding an der Wand hängt, ist jetzt soweit zurechtgesägt und hier oben auch montiert. Hier müssen noch Löcher rein, damit man dieses Teil dann so herum an die Wand schraubt, um dann das Teil hier aufzuhängen. Wunderbar. Jetzt habe ich aber Folgendes. Wenn man das Teil jetzt draußen aufhängt, kann es ja mal passieren, wenn der Wind hier gegendrückt, denn hier haben wir eine gewisse Fläche, dass das Häuschen hier von der Keilleiste geschoben wird. Und um das Ganze abzuhelfen, werde ich hier einfach an der Seite so ein paar Hölzchen befestigen. Und schon funktioniert es nämlich so als Stopper. Das heißt, das Ding
hängt runter und kann zur Seite nicht weg. Wie man sieht, habe ich jetzt hier einen Sims anmontiert. Dem Leim, der tritt jetzt hier an der Seite raus. Warum? Ganz einfach, das ist der Sudal Pro 45P. Den verwende ich hier zum größten Teil. Allerdings nicht innen, denn ich glaube nicht, dass der so gesund ist für die Tiere. Außen kann man es machen, innen würde ich jetzt davon abraten. Das Dach ist jetzt noch am Trocknen, immer noch, ja. Und ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt hier gleich mal lackieren. Ich muss jetzt nochmal Rücksprache halten, denn es hat sich ja seit heute Morgen noch einiges hier an dem Häuschen getan. Und dementsprechend brauche ich da nochmal ein kleines Feedback. Das ist jetzt das Dach. Die Außenkanten, alles was man so von draußen sieht, ist überlackiert. Und das was innen ist, ist alles soweit noch Natur. Noch bleibt auch Natur, also keine Sorge. Ja, das Häuschen habe ich jetzt eigenmächtig lackiert in der Farbe. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Farbe ist, aber ich hole es gleich mal im Rhein, weil draußen ist es recht frisch. Und damit die Farbe dann noch einigermaßen vernünftig abtrocknet, hole ich es rein. Dazu muss ich nochmal eben hier so ein bisschen was hinstellen, damit, weil ich habe es auch unterwertig lackiert und naja, von hinten noch nicht, weil ich mir da noch nicht ganz schlüssig bin, ob ich da mal ein Logo drauf mache. So sieht es jetzt aus, wie auf dem Thumbnail auch. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das Thumbnail in der Werkstatt mache oder das Thumbnail nachher, wenn es am Bestimmungsort hängt. Ich werde das Dach anschließend noch mit Bootslack einmal überlackieren, damit hier die Feuchtigkeit nicht eindringen kann an den Stellen, wo es möglich ist. Und ansonsten, ja, war es das soweit mit dem Häuschen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt zu diesem Projekt, bitte unten in die Kommentare rein. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen und beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Projekt online gegangen ist. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.